Barclay nähern sich alle mit ihren Armeen. Jede für sich alleine wäre in der Lage, das Gebiet einzunehmen. Wir sind 3-1 in der Unterzahl. Dann ist es offensichtlich. Das Schicksal ist gegen uns. Wir müssen uns zurückziehen. Nein, nicht noch einmal. Wir müssen die Stellung halten und dürfen keine Angst zeigen. Deutet ihr an, dass ich ein Feigling bin? Ich werde meinen Männern nicht befehlen, wegen einer Narretei hier auszuharren. Rückzug, Männer! Wir brechen auf! Sir Gray. Es tut mir leid, Matthew. Dieses Feld hat zu viel Blut gesehen. Es gerät außer Kontrolle. Sir Will ist nicht mehr mutig, sondern närrisch. Und schlimmer, ich folge ihm direkt in den Schlund des Todes. Doch ich habe keine Wahl. Lass den gehen. Wir müssen uns eilen, Edwins Burg sichern und unsere Truppen positionieren. Wir sind 3-1 in der Unterzahl. Es sieht schlecht aus. Denkt ihr, wir haben eine Chance? Eigentlich eher 6-1, da Sir Gray das Feld verlassen hat. Habt Vertrauen, Matthew. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten. Ja, Sire? Ach ja, was gibt's denn? Ihr schon wieder? Augen auf, Männer! In den Kampf? Denkt an die Ausbildung! Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Unsere Sehnen sind gewachst. Ziehen los! Ihr stellt das Glück auf die Probe. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Unsere Truppen werden angegriffen. Befehle? Zusammenbleiben. Rekruten benötigt, Sire.
Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Eure Beliebtheit steigt. Gebt uns nur ein Ziel. Ja? Ihr Burgherren seid sowas von eingebildet. Seht ihr mich an? Euer Zeichensire? Rauf auf die Welle! Das Volk verehrt euch, Sire. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Bauern werden von Krankheiten dahin gerafft.